willkommen zu einer kleinen Runde Minecraft. Dead Hobby. Ja, Minecraft Hobby. Let's go. Ja, Leute. Und wir haben eine große Ansage für euch. Ja. Wir haben... Nämlich... Essen. Ja, allerdings. Okay, darf ich kurz einleiten? Ich habe Hunger. Was mache ich in Minecraft Dead Hobby? Ich weiß nicht. Komm mal in mein Haus! Abitos? Komm mal in mein Haus, dann zeige ich dir was! Oh, wie toll! Wir brauchen... Okay, ich muss das Eisen noch schmelzen. Wir müssen Eisenerz schmelzen. Wow! Wow! Wir brauchen 3 Dias. Kannst du mir bitte einen geben, weil ich nur 2 habe? Hier! Dankeschön! Dann brauchen wir noch eine Rod. Ich nehme die von Dipsy. Und wir könnten natürlich auch die von Lala nehmen, aber diese Folge kommt jetzt auf jeden Fall nach meiner Sicht. Die nächste von aus Nikos Sicht. Ja, ja. By the way, wir haben offline jetzt noch ein bisschen gefarmt. Ja, wir nehmen das gleich nach der letzten Folge auf. Wir haben instant. Wir haben instant Eisen gefunden. So, 3 Dias. Ja. Drück mal T. Dass die Leute sehen können, dass wir wirklich nichts gecheatet haben. Und ja, wir haben nichts gecheatet. Dann haben wir jetzt hier die Tabit Hausbeschi, die packen wir nach oben. Komm mit. Muss oben. Wir haben einen eigenen Raum. Ja! Alter! Leute, wir werden nie wieder Probleme haben. So, Leute, das nächste, was wir auf jeden Fall machen wollen, ist auf jeden Fall Tabby Pudding Machine, ja? Hier brauchen wir 4 Eisen und Magenta-Wolle. Wie kriegen wir Magenta-Wolle? Ich weiß nicht, diese Maschine haben wir noch nie gecraftet. Aber Leute, das Gute ist, ich werde jetzt mal eine Brücke machen zur anderen Insel. Zwar mega Overkill, und dann brauchen wir nicht diese komischen Squids, die Steine schießen. Genau. Ich farm uns währenddessen ein bisschen Erde, und damit wir uns mal ein paar Dia-Tools auch noch so mal holen können. Nur wenn wir welche brauchen. Wir haben uns gesagt, ja, wir wollen nicht zu viele Dia-Tools am Anfang. Also Rüstung erst später, und Tools würde ich jetzt für das erste 1 pro Part oder so, oder vielleicht 2 pro Part. Ich weiß so, nicht. Upsala, ich habe schon 3. Ein bisschen, aber so, ein bisschen. Ich bin jetzt auf der neuen Insel und ich hole mir gleich mal diese ganzen Steves, was auch immer die machen. Ich verstehe das noch nicht ganz. Ich dachte eigentlich, wüsste, was die machen, aber die droppen Brot. Sie droppen Essen. Ich dachte eigentlich, also die waren eigentlich ganz sinnvoll für uns früher, aber mittlerweile. Früher. Vor ein paar Minuten. Ja, es ist halt wirklich, Leute. Es ist, der Server rennt noch nicht länger als eine Stunde. Oh nein, eine Fledermaus. Oh nein. Wir haben dieses Projekt ja mal zusammengespielt, 2015 oder so. Alter, Notch-Zombie! Okay. Das Geile dran war, ich hatte Angst vor Fledermäusen, weil ich gedacht habe, sie können nicht stechen. Okay. Warte, ich habe hier irgendwas im Ozean gefunden. Irgendeine Art, nicht Ozean-Monument? Ich bin oben. Ich auch. Wo bist du? Ich bin jetzt auch gerade ganz oben. Ich schlachte gerade ein paar Steves ab, die eh schon bluten. Die wehren sich gar nicht. Warte, hier ist eine Truhe. Die habe ich geplaced. Oh. Da freut man sich über eine Truhe. Warum schlachte ich eigentlich alle Tiere ab? Wir haben doch eh unendlich Tabitos. Ja, ich habe auf jeden Fall ein bisschen Wolle, damit wir uns dann bald den Tabby Pudding Machine machen können. Hier haben wir noch den Tabby Pudding. Es gibt dann Tabby Rock. Warum auch immer. Tabby-Schüssel brauchen wir dann auch noch. Für den Tabby-Pudding. Oh, da ist ein Chicken. Nice. Ich würde sagen, da es Nacht wird, Leute, schauen wir mal nach unten in die Mine. Du, ich habe keine Fracking dabei. Ich habe 35. Ich kann ja mal so 18 Stück hier droppen. Es ist bei mir übrigens sehr dunkel. Ja, by the way, wir können uns jetzt gleich hier... Wir können uns gleich hier one step... Ah, aua. Hilfe. Aber wir können das ja easy regenerieren. Genau, easy. Und wenn wir Hunger bekommen, dann essen wir einen Tabitaus. Tabitaus, kaufen Sie jetzt. 31 Eisenerz. Das ist ziemlich heftig. Wir brauchen jetzt allerdings noch was anderes.
Ist hier nichts mehr? Das ist eine Enttäuschung. Ich meine 31 Eisen. Ich meine, ich weiß, es ist schon eine gute Auswahl. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal in unser Haus zurück und sehen uns gleich dort. Achtung, Disco-Zombie! Digga, das erinnert mich voll an Plants vs. Zombies. Kennt ihr das? Okay, wir werden uns dann gleich eine Eisentruhe craften, Leute. Aber zuerst muss ich noch eine normale craften. Und wir werden unser Eisen schmelzen. Ich habe 31 Eisen. Du wirst jetzt mal schlafen gehen. Ja, ich baue mir aber noch einen Ofen, damit wir noch schneller braten können. So, warte kurz. Bin ich tot? Okay, Leute, das tut mir leid. Ich musste gerade ganz kurz weg. Ja, Leute, auf jeden Fall tut mir leid. Ich kann hier nicht alles repairen, aber... ich glaube, das passt fürs Erste. Ich meine, Holz haben wir. Ja, aber nicht das richtige Holz, leider. So, 16 Eisenbahnen haben wir schon. Krass. Ja, unsere Brücke ist auch teilweise weggesprengt. So, Leute, und jetzt können wir hier drauf gehen und auf Eisentruhe. Und brauchen wir einfach eine Kiste. Die also wollte ich gerade herstellen. Und dann gebe ich das in die Mitte. 8 Eisen drumherum. Und dann haben wir eine Eisentruhe. Zack, Winjo. Wenn wir dann auf jeden Fall mal Magenta Wolle hätten, dann könnten wir uns die Pudding Machine craften. Aber dafür brauchst du doch auch Magenta Internet. Genau. Hashtag Product Hashtag Placement. Ja, Hashtag Sponsored, was? Ja, Leute, das soll es auf jeden Fall gewesen sein mit der heutigen Folge von Minecraft der Tubby. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Mit ein paar Explosions. Lasst ein Like da, wenn ich Nico umbringen soll. Spaß! Ciao, Leute! Ciao! Ciao!